pure Action hier. Fünf Wochen sind seit unserem Start in Halifax vergangen. 6.500 Kilometer später haben wir es bis in die Rocky Mountains geschafft und werden dort direkt von den Einheimischen empfangen. Okay, irgendwas passiert hier. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden scharf erschienen. Oh, Bären! Bären! Zwei Grizzlies! Soll ich ja noch anhalten? Selbstverständlich, ja. Pure Action hier. Wir sind natürlich auch wie alle anderen stehen geblieben. Und pacen da jetzt mal hin. In der Hoffnung, dass wir die noch draufkriegen. Wir sind in Banff angekommen, auf unserem ersten Campground, haben hier ein schönes Plätzchen bekommen. Jetzt werden wir mal gerade so einen kleinen Spaziergang noch machen, auch dass wir uns halt wieder so ein bisschen bewegt haben. Der Platz hier ist super nett, man sieht es eh, es ist da alles sehr, sehr weitläufig, nicht so dicht an dicht. Und hat uns jetzt gekostet für 2 Nächte 50 Dollar. Also ca. 40 Euro. Also ist ja unsere Kiste schon relativ groß. Aber die Nordamerikaner legen immer noch eins drauf. Eine Sache ist ja leider ein bisschen schade hier. In den ganzen Parks kann man natürlich nicht freistehen. Das heißt, wir mussten uns jetzt erstmalig halt einen Campground bezahlen. Aber soll uns heute nichts Schlimmeres mehr passieren. Da ist's hübsch wieder mal. Busse ankommen, ist der Moment, wo wir abbauen. Flucht! Wir haben gerade einen entfernten Verwandten getroffen. Hier findet man ja doch immer wieder mal Gleichgesinnte. Wo sind denn die her? Ausschlammt. Und plötzlich trifft man mitten auf dem Campground den Kollegen hier. Und wenn ich mitten auf dem Campground sage, meine ich mitten auf dem Campground. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so ein Elk. Also wir hatten ja schon Judith und die Gans. Jetzt haben wir Judith und der Elk. Na, was sagst du? Heute hast du noch gewünscht, dass am Abend einer bei uns vorbeischaut. Ja. Bär und ein anderes Viechzeug. Beides an einem Abend. Das ist schön. Na, dann lassen wir den mal in Ruhe fressen und gehen weiter, ha? Huh?
Anker angekommen. Das Wetter aus meiner Sicht heute nicht ganz so rosig, aber annehmbar. Zumindest ist es dafür definitiv weniger los. Und wir können hier relativ ungestört den Trail am See lang gehen. Wie wir gestern erfahren haben, stellen die Kanadier überall an schönen Orten mit schönem Ausblick diese Stühle hin. Ja, recht haben's. Das klingt jetzt vielleicht wie die Aussage von einem Vollidioten, aber es hat hier so viele Bäume. Also, nämlich extremst dicht. Der ganze Wald. Sehr schön. Wir warten ja immer noch auf unseren Schwarzbären. So ein kleines, niedliches Schwarzbärchen auf Distanz würden wir schon gern noch sehen. Der fehlt uns noch. Willy Wonka, der Lake Willy Wonka, und das ist auch wieder was man schwer empfehlen kann. Das ist ein super schöner Trail da entlang des Sees. Es ist leider kein Rundweg, der führt auf der See zu groß, aber an sich tippitoppi. Was sagst du? Ich finde es großartig. Cool. Man kann ja auch noch den See mit so einem Boot befahren. Das soll auch noch sehr schön sein. Das heben wir uns vielleicht noch für den Nachmittag auf, aber an sich echt top hier. Also Banff enttäuscht echt nicht. Wir sind ja jetzt auch so Mitte Juni hier. Da ist noch verhältnismäßig wenig los. Spielt uns das, glaube ich, auch in die Karten, dass das Wetter die letzten Tage nicht so top war. Das ist, glaube ich, jetzt zur Zeit eher weniger Leute aus der Region herkommen. Aber an sich ist jetzt nicht super überlaufen, muss man sagen. Puh, das ist unter der Woche, ja. Aber trotzdem, das ist schon vertretbar hier. Auch richtig gut gefällt ist, dass, obwohl natürlich sehr viele Menschen herkommen, es ist gerade am Eingang noch nicht oder generell nicht so mega touristisch aufgezogen haben. Also es gibt nicht 5 Restaurants und 3 Pommesbuden oder Souvenirshops. Das finde ich mega angenehm. Die teure Bootstour haben wir dann doch sein lassen, da wir nach 4 Stunden Wandern der Meinung waren, eigentlich genug von dem See gesehen zu haben. Überall hat es die richtig krassen Anti-Bären-Mistkübel. Wenn man zuerst reingreifen und was wegdrücken muss, bevor das Ding überhaupt aufgeht. Aber sieht dem von gestern sehr ähnlich. Hallo. Hallo. Ich habe gerade festgestellt, unser letzter Sticker, den wir geklebt haben, ist von den Niagara Falls, also schon verdammt lang her. Und
Hier hat sich auch schon einiges angesammelt. Deswegen wird es endlich mal wieder Zeit, Stickerkleben zu gehen. Was geschieht? Gehen waschen. Die Wäsche hat überhand genommen, weil die letzten Tage sehr regnerisch waren. Und wenn wir es nicht draußen trocknen können, dann vermeide ich doch, unsere eigene Waschmaschine zu verwenden. Und weil wir nicht so viel Wasser gehabt haben? Ja, wir wollten einfach ein bisschen Wasser sparen, das stimmt auch. Und in Bahnfahrtsein, Wäsche, Automat, Bettwäsche, Handtücher, Quarz, Weiß. So, das ist mal eine sehr nette Art und Weise, die Plätze zu beschreiben, wo man die Kinder vor der Schule rauslässt. Faszinierend. Ein bisschen ein Akt. Dann braucht sie nämlich genau 5 mal 1 Dollar pro Maschine. Ha. Wir lernen. Auf der Weiterfahrt Richtung Lake Louise steuern wir heute noch den Johnston Canyon an, um auch dort ein bisschen wandern zu gehen. Man sieht es eh, das sind wir am Nachmittag mal gekommen. Da ist halt die Hölle los. Ja, da ist ein bisschen was los heute. Wenn hier mal so ein Stückchen Frieden herrscht, dann muss man es echt genießen, dass da mal keiner entgegenkommt. Dann nachmittags hier schon einiges los. So muss das sein, oder? Kanada, wie man sich's vorstellt. Wir sind jetzt bei den Ink Ponds ganz oben. Dürften jetzt gleich im Ziel sein. Ist kaum noch was los. Ab und zu noch irgendwann mal, was wer vorbeikommt. Aber an sich, so muss das. So, und hier ist nochmal der Endgegner, oder wie? Versuchen wir da mal nicht reinzufliegen und komplett nass zu werden. Geschafft. Gab's einen anderen? Upsi. Das sind wohl die Inkpots. Ja. Ja, kann man schon mal machen. Zum Schwimmen, auch wenn es sehr einladend aussieht, ist es trotzdem eher nicht geeignet. Hat dann doch nur 4 Grad. Also kann man schon machen, muss man halt sehr hart sein. Das Interessante ist ja auch an diesen Inkpots, dass die von unten
das Wasser bekommen. Man sieht es hier ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera, auf dem Video zum sehen ist. Dann steigt das Wasser so von unten hoch und befüllt die von dort. Da auch an den Kreisen Sand und Wasser, das da.